da draußen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einem kurzen Update von mir. Heute geht es um eine Magenspiegelung, die ich habe machen lassen. Und zwar um den Zöliakie-Test auszuführen. Ich war also im Krankenhaus, tatsächlich diesmal relativ spät, erst um 10.30 Uhr hatte ich den Termin. Musste so einen Bogen ausfüllen, zum einen eine Anamnese, ob Vorerkrankungen vorliegen und so weiter und so fort. Und zum anderen natürlich auch, ob irgendwelche Unverträglichkeiten vorliegen, ob man Medikamente nimmt oder auf irgendwas reagieren könnte, damit eben bei diesem Eingriff nichts passiert. Und ich musste natürlich auch bestätigen, dass ich aufgeklärt wurde über die Risiken und dass ich mich eben mit dieser Operation oder mit diesem Eingriff bereit oder einverstanden erkläre. Und ich bin dann aufgerufen worden, bin schnurstracks mit der Schwester in diesen OP-Bereich gegangen, mit meinen Schuhen, mit meinen Klamotten, mit allem. Durfte mich dann auf dieses Bett setzen, habe vorher meine Schuhe und auch meine Jacke und meine Tasche unter dem Bett verstaut. Und dann wurde mir ein Zugang gelegt, hier am Arm. Ich habe noch Witze gemacht und habe gesagt, ja, also links ist nicht so gut, weil der Arzt setzte sich natürlich wie immer bei solchen Geschichten mit OP, setzte der sich nach links. Und dann habe ich gesagt, ja, also rechts geht auf jeden Fall besser, ist besser sichtbar. Und da hat er mir zugestimmt und ich habe, wie gesagt, dann rechts den Zugang gelegt bekommen, worüber ich schon recht froh war, weil rechts weiß ich einfach, dass das bei mir viel besser funktioniert. Und dann durfte ich mich hinlegen. Es war auf diesem OP-Bett, das ist ja sowieso dieses abwischbare Teil, aber da lag dann noch so ein Papier, würde ich es mal nennen, und oben am Kopf nochmal so eine extra Unterlage, damit da quasi nichts drauf kommt. Und habe mich dann auf die linke Seite gelegt und dann habe ich so ein Stückchen Rohr in den Mund bekommen. An diesem Rohr war wie so ein Stirnband, also was dann hier so um den Kopf befestigt werden kann und fest befestigt werden kann, habe ich festgemacht bekommen. Also ich musste quasi auf dieses Röhrchen drauf beißen mit den Zähnen. Und dann hat mir jemand dieses Teil um den Kopf gelegt und das Ganze festgemacht. Also damit war ich dann fixiert. Und im Prinzip stand auch schon der Arzt mehr oder weniger mit dieser Sonde vor mir. Und ich hatte schon Angst, dass ich das jetzt quasi live mitbekomme. Und der hat dann aber gesagt, nee, bleiben Sie ganz ruhig. Also er hat wohl gemerkt, wie ich geguckt habe und wie ich geatmet habe. Und hat gesagt, ich soll ganz ruhig bleiben. Ich bekomme erst meine Beruhigung. Und dann hat die Frau zu mir gesagt, ja, Sie bekommen jetzt hier dieses Schlafmittel, weiß ja nicht, das ist ja nur so eine Kurznarkose, ist es nicht richtig, sondern nur so ein Tiefschlaf, ähnlich wie wenn man die Weisheitszähne rausbekommt. Und sie hat zu mir gesagt, ja, jetzt schlafen Sie gleich. Und ich wollte auch schlafen. Ich habe ja immer Angst, dass ich bei sowas irgendwann mal wach bleibe. Und deswegen habe ich ganz bewusst meine Augen geschlossen und war dann auch, glaube ich, beim dritten Atemzug schon weg. Also da habe ich nichts mehr mitbekommen. Ich bin um 10:45 in diesen OP-Raum gegangen und habe mich aufs Bett gesetzt, weil auf der anderen Seite hat eine Uhr gehangen. Die habe ich im Blickfeld gehabt. Also um 10:45 war ich dort drin und um 11:15 war ich schon in dem Aufwachraum und war wach und habe die Uhr wieder wahrgenommen. Also es ging wahnsinnig schnell. Ich hatte keine Beschwerden. Mir war am Anfang ein bisschen schwummrig, aber ansonsten hatte ich jetzt nicht das Gefühl, dass ich irgendwas großartig bekommen hatte oder gespürt habe. Ich hatte ein leichtes Kratzen im Hals und auch den Tag über hatte ich immer mal so das Gefühl, ich muss so ein bisschen so husten oder mich so räuspern. Aber ansonsten ging es mir prima. Klar, man war noch so ein bisschen neben sich, benommen, langsam. Also ich hatte das Gefühl, ich bin sehr müde, ich möchte schlafen. Und das habe ich dann im Prinzip auch gemacht. Nach dieser OP musste ich abgeholt werden, also ich wäre nicht fahrtüchtig gewesen. Das hat mein Schwiegerpapa übernommen, der hat mich abgeholt und hat mich zu Hause abgesetzt. Ist auch noch mal eine Weile bei mir geblieben. Und aber mir ging es wirklich gut, ich wollte einfach nur ein bisschen schlafen und von daher hat er mich dann auch in Ruhe gelassen. Und dann habe ich eine Weile geschlafen, habe was gelesen, ein bisschen Serie geschaut und am nächsten Tag bin ich wieder arbeiten gegangen.
Was ich jetzt tatsächlich vergessen habe, bevor ich nämlich aus dem Krankenhaus rausgegangen bin, bin ich noch zu dem Arzt gerufen worden. Dort habe ich dann ein schönes Bild gesehen von meinem Magen. Das sah alles ja, rosa aus, also eigentlich wie, ja, wie so ein Ball oder wie so ein ja, rundes Gefäß und in der Mitte dunkel, also ja, Magen anscheinend. Und ja, er hat mir gesagt, es wäre jetzt auf den ersten Blick nicht zu erkennen gewesen, also auch der Darmansatz sieht gut aus und er vermutet, dass das keine Zöliakie ist, aber es würden nochmal Gewebeproben eingeschickt werden ins Labor und da würde ich dann bis Ende der Woche, also der Termin war, glaube ich, an einem Dienstag, nee, an einem Montag, ich würde dann bis Freitag spätestens einen Anruf bekommen, wenn dann noch was gefunden werden würde. Und der Befund würde dann an meinen Hausarzt übermittelt werden. Ich habe keinen Anruf bekommen, also nehme ich an, das war auch alles in Ordnung. Also ich habe nur Glutenunverträglichkeit und das gilt es jetzt mit meinem Hausarzt zu klären. Leider habe ich weder den Befund vom Krankenhaus bisher gesehen, noch einen Termin bei meinem Hausarzt gehabt, weil der nämlich Urlaub hat. Es ist ja klar, immer dann, wenn man was braucht, hat der Hausarzt Urlaub. Und beim Hausarzt ist zu einem Überfluss auch der Befund vom Krankenhaus bisher nicht angekommen. Die haben irgendwie Probleme mit dem Fax und in der Post war bisher noch nichts und sie wollten sich jetzt auch nochmal schlau machen und sich bei mir melden. Also ich hoffe, dass ich dann jetzt bald Bescheid bekomme, dass ich auch zügig einen Termin bei meinem Hausarzt bekomme, um dann eben weiter abzuklären, wie wir jetzt eben mit der Glutenunverträglichkeit fortfahren, ob jetzt nochmal ein Bluttest gemacht wird, ob er mich regelmäßig sehen will, ja, wie das Ganze einfach vonstatten geht, weil das weiß ich nicht so richtig. Ich weiß nur, dass ich meine Ernährung dann für mindestens ein halbes Jahr umstellen muss auf glutenfrei. Und wenn ich ehrlich bin, sehne ich diese Zeit auch schon für herbei und freue mich darauf, weil ja, mein Magen oder mein ganzer Bauch ist einfach wieder extrem aufgebläht. Und daher freue ich mich, die Ernährung umstellen zu können, weil ich weiß, dass es mir danach wieder besser geht. Und ich schätze auch, dass es mich meinem Kinderwunsch etwas näher bringen wird. Weil die letzten zwei Mal, habe ich ja bereits erwähnt, bin ich unter Glutenfreiheit schwanger geworden. Das heißt, ich lege da große Hoffnungen rein. Jetzt muss ich also abwarten. Ich werde weiter berichten, was passiert, wenn ich beim Arzt war, wie das sich weiterentwickelt. Ich habe euch versprochen, es gibt auch wieder ein Video zum Kinderwunsch. Ich habe auch bald einen Friseurtermin, also vielleicht nehme ich euch dahin auch wieder mit oder mache zumindest ein kurzes Vorher-Nachher. Und ja, solltet ihr irgendwelche Fragen haben oder ja, irgendwelche Anmerkungen zu meinen Videos, dann freue ich mich auf jeden Fall über Kommentare. Und dann hören wir uns bald wieder. Bis dahin. Tschüss.